Herzlich willkommen zu einer ersten Folge unseres The Last of Us Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Viplay Games for You. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Optionen an. Steuerung, Anzeige, Audio. Vielleicht können wir da was machen. Da. Gibt's hier Untertitel? Vielleicht unter Sprache. Untertitel Deutsch. Sehr gut. Alles auf Deutsch. Dann würde ich sagen, dann starten wir auch schon ins neue Spiel. Ich finde das Menü ja schon mal sehr ansprechend. Und wir spielen auf schwer. Da scheint es noch Überleben dazu geben, wenn man es mal durchgespielt hat. Wahrscheinlich noch schwerer. Auch interessant. So, dann mal gucken. Speichern erfolgreich, das ist schon mal was Gutes. So. Los geht's. Da unten seht ihr schon die Sporen. Hoffentlich werden wir nicht gleich angesteckt hier. Na? Ein getarnter Ladebildschirm, würde ich mal vermuten. Es wird erstmal The Last of Us komplett infiziert, damit wir auch Gegner haben, wenn wir gleich anfangen. Oh Mann, ich freue mich schon ewig auf das Spiel. Ich bin total froh, dass wir das jetzt schon bekommen haben. Eine coole Sache auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, von der Ellie Edition bin ich auch überzeugt. Wirklich schön gearbeitet. Eine tolle Tasche mit dabei. Also richtig cool. Artbook und so weiter. Ist eine gute Sache. Kann ich nur empfehlen für die, die sich jetzt noch nicht entschieden haben. Die kann man auch noch bestellen, soweit ich das gesehen habe. Auf Amazon zum Beispiel. Wobei natürlich auch überall anders. Mediamarkt und Co. Na, steht wenigstens da, dass es lädt. Nicht, dass er hier geheimerweise installiert oder so. Oh, es geht wohl los. Tick, tick, tick. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, warum? Bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Oh, das ist ja cool. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, die ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Humor ist schon mal gut. Aber wer ist das, die Kleine? Also wenn das In-Engine ist, nicht vorberechnet, super geil. Vor allen Dingen so detailliert alles miteinander. Gute Nacht, meine Kleine. Wir spielen jetzt nicht die Kleine, oder?
Ne, Telefon? Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, da ist er. Hä? Onkel Tommy? Hallo? Was zur Hölle ist da los? Der Fußball sieht ein bisschen seltsam aus. Oh, wir können laufen. Was ist denn da los? Sehr gut. Und mit dem Schatten auch geil. Was ist das da? Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Oh, eine Geburtstagskarte oder was? You're not a fossil. Sehr gut. So. Sieht aus wie ein typisches Kinderzimmer. Boah, ey, das sieht auch gut aus, finde ich. Sehr geil. Dieser Sack da. Telefon. Brauchen wir im Moment, denke ich mal, nicht. Okay, dann gehen wir mal raus. Die UI gefällt mir sehr gut. Dass es so dezent eingesetzt wird. Frage ist, wo wird der Dad wohl sein? Gehen wir mal hier erst hier drüben gucken. Ah, okay. Ihr kennt es ja schon. Wir müssen uns das Klo angucken. Leider ist ein Deckel drauf. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Was ist das denn? Eine Zeitung. Mysteriöse Infektion, 300% erhöhte Krankheitsfälle. Sind wohl Ernten, also so Getreide und so sind wohl kontaminiert. Eine verrückte Frau hat den Ehemann und drei andere umgebracht. Also scheint schon loszugehen hier. Daddy? Ich find's gut, wie sie noch verschlafen hier rummacht, ey. So ein bisschen lustlos auch. Das sieht doch gut aus hier. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Was? Scheint, dass die Soldaten hinter mir... Ach du Scheiße! Das war doch hier in der Nachbarschaft, oder nicht? What the fuck? Eben noch im Fernsehen, jetzt im Fenster. Scheiße, ey. Dad? Ja, Mann, ich krieg auch Panik. Wo ist der? Wo ist der? Der muss doch jetzt wach sein, ey. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ey, Alter, was für ein verrückter Scheiß hier Dad abgeht. Gehen wir runter, ey. Meine Fresse, los, was ein los. Anfang. Polizei? Du Scheiße, ey, wie geil. Wie viele Fernseher die haben. Die Hunde spinnen auch. Sein Telefon. Warum ist sein Telefon hier und er nicht? 8 Anrufe. Das ist nicht gut. Wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Okay, wer ist Tommy? Achso, Tommy ist ja der Onkel. Okay. Was ist das? Ein Zettel? Okay, er wird spät nach Hause kommen, soll schon mal Essen bestellen. Wo ist er? Wieso ist er jetzt schon weg, ist die Frage, ey. Was? Die Spiegelung, guckt euch mal die Spiegelung an. Wie geil. Der Hammer, ey. Also grafisch oberste Klasse. Was ist hier los? Boah, da ist er. Da bist du ja endlich. Sarah. Was ist los? Okay. Ja? Ja. War hier jemand drin? Nein. Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Wieso? Bleib einfach zurück. Was? Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Wie Coopers? Ich bin nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh! Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Was ist mit denen? Scheiße, ey! Nein! Geh weg, Mann! Geh! Komm, komm, wir müssen los, Mann! Du hast ihn erschossen. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu.
Hier geht was Schlimmes vor sich. Ja. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Ich hab keine Ahnung. Kommt. Oh, verdammt, was? Weißt du, was hier draußen los ist? Lasst uns einfach abhauen. Oh, Scheiße. Da ist Können überall Blut. Gehen? Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Okay. Irgendein Parasit oder sowas. Fahr, Tommy, Mann. Wie geht's dir, Liebes? Nicht so gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Möglich weg. Die 71 nehmen. Wieder Polizei, ey. Viele sind dann gestorben. Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Du Scheiße, ey. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Nicht nur hier. Jetzt schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Was ist da los, ey? Louis Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Vielleicht. Ja, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Gott, ey, wie alles vor die Hunde geht. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Nein, Mann. Scheiß auf die. Wir haben doch Platz. Hey! Nein! Hey, stopp! Fahr weiter, Mann. Stopp! Scheiß auf die. Erst müssen wir überleben. Ich hab mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Nein. Sollen die doch helfen? Oh nein, Stau! Das ist nicht gut. Eine scheiß Idee. Einfach umdrehen. Hey, was zum Teufel los jetzt? Ach du Scheiße, was da? Fahr, Mann, fahr! Fahr! Alter. Fahr! Ach du. Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Der Blut an der Scheibe, ey, wie krass. Hier. Oh mein Gott! Da kommen wir nicht rum, Mann! Ich versuch's ja! Scheiß auf die, Mann! Fahr! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da! Festhalten! Fahr! Oh Mann! Boah! What the fuck? Scheiß Auto, Kamerambulagen, ey! Was ist mit dem da, ey? Was geht da ab? Zurück, Kleines. Zurück. Komm, Mann. Okay, raus jetzt, Mann. Du schaffst es schon. Ist das jetzt schon der Joel oder ist das einfach irgendeine Geschichte hier? Was sagst du? Ach du Fuck! Danke, Mann. Jetzt? Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Du Scheiße. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Warum? Oh nein! Wir müssen jetzt rennen. Halt dich fest! Okay. Okay. Daddy. Das ist die, Mann. Ach du Scheiße. Mach die Augen zu, Kleines. Oh Gott. Ja, dann machen wir jetzt eine Pause. Die Flucht kommt in der nächsten Folge. Bisher so zu meinem Ersteindruck
Fantastisch, super geil, selten so erschreckt wie hier in den ersten paar Minuten. Grafisch, boah, ey, echter Hammer, ohne Quatsch. Also super Animationen, die Effekte von den Spiegelungen in der Wand, das Ganze, die Inszenierung, saugeil. Ich freue mich unheimlich weiter zu spielen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.